Willkommen zu Dragon Age Origins. Ja, wir sind ja im letzten Part hier in die Schenke gekommen und haben hier mit einem komischen Typ geredet und der hat uns was gegeben. Und ja, und dann ist er abgehauen. Ja, dann wollen wir mal. Wir haben ja kurz schon reingeguckt gehabt. Aber jetzt gucken wir. Hier Schlüssel zur Stadt. Da, da, da. Das haben wir. So. Gemäß Anweisung 5 La darf kein Zwerg, dessen Kastenzugehörigkeit nicht feststeht, im Ständeviertel Handel treiben. Die Versammlung hat das hingehend präzisiert, dass nur Zwerge, die einen anerkannten Haus mit nachvollziehbarer Ahnenlinie von mindestens 3 Generationen angehört, Läden oder Stände besitzen und betreiben dürfen. Ausnahme umfassen den individuellen Einkauf von Waren oder Dienstleistungen bei genehmigen Läden oder Ständen, sofern die jeweiligen Bezahlungen vor Abschluss der Transaktionen dem Besitzer des Ladens oder Standes vorgezeigt wurde. Ihr versteht sicher, dass eine strikte Qualitätskontrolle sämtlicher Waren und Dienstleistungen, die in Osama gehandelt werden, unabdingbar ist, zumal wir Investitionen von außen ausdrücklich begrüßen. Die Standards der Stadt, des Staubs und des gemeinen Mark links sind dafür nicht ausreichend. Euer Antrag auf eine Handelsgenehmigung wird hiermit abgelehnt. Eure Bemühungen waren beispielhaft, aber diese selbsterklärende Kartell müssen sich der Versammlung beugen und die Ordnung wiederherstellen. Der A Ausschluss von Kaste und Gesellschaft ist keine Entschuldigung. Ein Vorschlag wäre, das Viertel zu stürmen oder noch einfacher, die strukturelle Unterstützung einzustellen. Der Einsturz eines Tunnels wäre natürlich ein Unglück, aber die derzeitigen politischen Ausrichtungen verbieten jedes Abkommen, das Vorhaben der Kartelle für rechtmäßig erklären würde. Direkter Druck auf gewisse Elemente unserer Gesellschaft hat sich bisher stets als probat erwiesen, um die Wirtschaft mit zusätzlichen verfügbaren Arbeitskräften anzukurbeln. Ein derartiges Vorgehen ermuntert zudem die Verpflichtungen bei der Legion der Toten, dem einzigen Weg zu partieller Erlösung und ein notwendiger Rückhalt unserer geschwächten
Frontlinien. Dieses Modell bricht ein, wenn Verbrecher eigene Hierarchien mit alternativen Methoden für den sozialen Aufstieg etabliert. Jeder Stein hat eine Seite, die nicht eingeritzt werden kann, die der Erde zugewandt sein muss. Wir brauchen ihre sogenannte Stadt des Staubs, aber das sollt ihr in euren Verhandlungen keinesfalls erwähnen. Ihr genießt unser uneingeschränktes Vertrauen. Hauptmann, der Riss ist wegen Blutflecken nicht lesbar. Aus einer vertraulichen Anweisung der Versammlung über die Verbreitung von Kartellen. So, und entfesselt. So. Drei verwitterte Fragmente mit drei Versionen derselben unvollständigen Geschichte. Auszug. Und als sein Königreich fiel, verschwanden auch die gestohlenen Reichtümer eines ganzen Zeitalters. Die Bestie, der Entfesselte, schlummerte, bis einer mit reinem Herzen seinen Thron beansprucht. Daher muss der Held für ein Volk auf die Jagd gehen, muss der Aufrechte das alte Böse suchen. Nur so kann er wahrhaftig einen Unterschied machen. Mit zitternder Hand in einer Ecke gekritzelt. Drei Seiten, drei Zeitalter, dieselbe Geschichte, nur aktualisiert. Genau wie das Lied in der Taverne, nur älter. Die Unterschrift wurde mit Absicht abgerissen. Aber ein Vergleich ergibt Willem Maden. Alles von ihm. Wie kann das sein? Tja, das werden wir dann mit der Zeit herausfinden. So. Gut. Dann können wir jetzt uns hier... Dieses Bier passt perfekt zu langsam gebratenem Nackfleisch. Aha. Okay. Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen, heißt es. Und dafür brauchen sie unsere Mithilfe? Dafür hätte er mich beinahe geohrfeigt. Guten Tag wünsche ich euch. Lord Denek Helmy, ehrbarer Deschier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs Strengste missbilligt. Na? Ihr versteht, was ich damit meine? An der Oberfläche gibt es keine Kasten und das funktioniert gut. Stimmt doch, Wächter, oder nicht?
Ihr kennt mich? Ihr sprecht sich die Dinge, hier sprechen sich die Dinge aber schnell herum. Als jüngstes und unverblümtestes Mitglied der Versammlung muss man sein Ohr schon nah am Stein haben. Ich hörte, ein grauer Wächter sei in der Stadt. Nichts für ungut, aber ihr seid leicht auszumachen. Ja, klar. Als einzige Menschen hier in Orsamar, klar. Eure Ansicht über Kasten werden in der Versammlung sicher kontrovers diskutiert. So ist es. Ihr wisst sicher bereits, dass ich ein Nichtsnutz bin, der in der Schenke sein Leben versäuft. Und wurde größte Schande der Versammlung aller Zeiten erwähnt? Das fand ich immer besonders schön. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashes ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Orsamar ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Wie funktioniert das Kastensystem überhaupt? Schlecht. Ach, ihr meint das ernst. Nun, ganz einfach. Ganz oben stehen der König und die gewählten Deschirs der Versammlung. Dann kommen die Adligen. Als nächstes Krieger und Handwerker. Ganz unten sind die Diener und dann noch Kastenlose und Verbrecher. Die Kaste wird bestimmt vom Elternteil, dessen Geschlecht ihr habt. Und da bleibt ihr dann den Rest eures Lebens, ungeachtet eurer Fähigkeiten. Ihr stimmt also über den nächsten König ab? Ich und 79 weitere herausragende Beispiele für die Unsitte, trotz aller Geburtsrechte und Privilegien, immer noch mehr zu wollen. Sie schätzen meine Ansichten über Gleichberechtigung nicht. Für wen stimmt ihr? Vermutlich hat keiner der Kandidaten das Diamantenviertel je verlassen, aber Lord Harrowmont scheint mir ein wenig nachsichtiger. Prinz Belen ist brillant, das gestehe ich ihm zu, und sehr raffiniert. Aber ihn interessiert nicht Orsamar, sondern nur der Sieg an sich. Ich sollte jetzt gehen. Wie ihr wünscht. Schönes Gespräch, danke schön. So, dann haben wir hier noch den Herrn hier. Ein Teller eurer besten Suppe, heiß, wenn's geht. Aha. Guten Tag wünsche ich euch. Ja, hallo. So, und dann wollen wir mal hier den Kopf waschen. Hallo, Odell. Was starrt ihr mich so an? Seid ihr Odell? Möglich. Was geht euch das an? Ich hab eure Tochter getroffen. Ich habe keine Tochter. Es war sicher nur eine kastenlose Dirne, die das behauptet hat. Wenn ihr Zerlinda nicht wieder aufnimmt, wird sie sterben. Was? Ihr glaubt, sie würde sterben, um das Ding zu behalten? Sie weiß, was sie tun muss, um nach Hause zu können. Ich wollte nicht, dass sie geht. Nur der Bastard. Versteht sie nicht, dass ihr Leben besser sein kann, wenn sie ihn los wird? Könntet ihr vorgeben, euer Kind hätte nie existiert? Ich habe es versucht. Es ist schwerer, als ich dachte. Sagt ihr, wir wollten ihr nie wehtun. Es schien einfach das Beste zu sein. Ach, sie soll einfach nach Hause kommen. Ihre Mutter und ich werden sie erwarten. So, da hätten wir die Quest aktualisiert. Kehrt mit den guten Neuigkeiten zu Zerlinda zurück. Odell hat nachgegeben und ist bereit, Zerlinda und ihr Kind wieder aufzunehmen. Sie wird sich freuen, das zu hören. Ja, das werden wir dann auch gleich
tun. Wir haben ja hier soweit. Ach nee, hier. Kura. Atrast Vala, ihr müsst der graue Wächter sein, von dem erzählt wird. Willkommen in der Schenke. Ich bin Cora, eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne mehr über die Stadt. Ja, ich würde gern mehr über die Stadt. Und dafür kommt ihr in die Schenke? Ihr wollt sicher nicht die offizielle Version, sonst wärt ihr in der Halle der Bewahrung. Aber die Maulwurfsicht kann ich schon liefern. Irgendwas, das ich bei meinem Aufenthalt unbedingt gesehen haben muss? Die Adligen bleiben oben, außer wenn sie sich unters Volk mischen. Dort sind auch die Versammlung, der Palast, die Halle der Bewahrung und jede Menge Anwesen. Unter uns ist nur die Stadt des Staubs oder die Minen und ich empfehle maximalen Abstand. Sie gehört nicht zur Stadt. Das sind nur ein paar alte Tunnel, wo die Kastenlosen hausen. Dort geht man nur hin, wenn man muss. Wenn ihr Spaß wollt, müsst ihr zum Tornei. Was ist das Tornei? Eine Gelegenheit für die besten Kämpfer von Orsama, sich zu messen. Heute findet ein Turnier statt. Der Platz liegt zwischen hier und dem Diamantenviertel. Ich möchte was trinken. Bei 52 Sorten Bier, 17 Sorten Met und einem Dutzend importierter Weine sollten wir auch euren Geschmack treffen. Was darf's sein? Ich nehme ein Met. Ich habe einen preisgekrönten Honigmet. Wird jeden Monat von einer Oberflächenfamilie hierher geliefert. Kostet nur 1,5 Silberlinge pro Krug. Verkauft. Ein Honigmet kommt sofort. Die guckt aber komisch. Einer der Legionäre hat erzählt, er habe bei einer Patrouille in den tiefen Wegen einen zerlumpten Zwerg Richtung Westen laufen sehen. Als er ihn ansprach, ist der Knabe schreiend davongelaufen. Nun, ich habe noch andere Gäste. Wenn ihr noch was braucht, ruft mich einfach. Aha. Das war wohl so eine kleine Anspielung auf Ruck. Also der Sohn ja von der einen Zwergin, die ja an der Statue da gebetet hat. Für die sollen wir ja nach ihrem Sohn in den tiefen Wegen Ausschau halten. So, dann gehen wir mal zu Zerlinda zurück. So. Betrachtet es als erledigt. Dann haben wir die Sache auch erledigt, schon direkt. So, den hier rechts ignorieren wir. Hallo Zerlinda. Ihr seid zurück. Ich dachte, ihr kämpft nicht mehr. Was hat er gesagt? Euer Vater möchte, dass ihr beide nach Hause kommt. Beide? Das glaube ich nicht. Er hat von meinem Sohn immer gesprochen, als sei er Abfall. Er nannte ihn immer Es. Aber vielleicht hat ihn Mutter überredet. Oder ihr wart es. Oh, ich kann euch gar nicht genug danken. In einer Geschichte würde mein Sohn später als Ritter in eure Dienste treten. Wenn er erwachsen ist, schicke ich ihn zu euch. Das verspreche ich. Naja, ja. Brauchst du nicht. So, Quest aktualisiert. Zerlinda ist zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie war überwältigt vor Glück. Jo. Schön, schön. Haben wir das erledigt? Dann können wir auch hier schon wieder rausgehen. Na los, lauf. Lauf, Kleine, lauf. So, und... Ups. Wie ihr meint. Dann hätten wir
das hier. Und das haben wir auch soweit. So, dann können wir jetzt hier das Diamantenviertel betreten. Auf wie geht's? So. Ja, hier ist das Zuhause der Adligen. So, dann haben wir hier... Wird erledigt. Ein Eintrag. Ja, das lesen wir dann später uns mal durch. Weil das wäre jetzt zu lang. Zack. Hey, warte mal. Ich erinnere mich an die Besuche der grauen Wächter. Oh, diese rauschenden Feste. Aber das ist Vergangenheit, nicht wahr? Tja, oder auch nicht. So, zack. Guten Tag. Ja. Hallo. Grüße. So, dann haben wir hier noch einen Adligen. Mögen die Ahnen eure Schritte leiten, Wächter. Ja. Und Adal, Helmi? Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsama leidet und braucht einen König. Ja. Gibt's bestimmt eine Lösung. Aktuelle Nachrichten. Die Unterstützung von Lord Balen erfolgt auf eigene Gefahr. Beweise legen nahe, dass Lord Balen eine umfassende Wehrpflicht einführen wollte. Ja. I trust Vala. Ja, gleichfalls. Nichts für ungut, aber ich habe mich immer gefragt, wie ihr mit diesen seltsam langen Gliedmassen zurechtkommt. Tja. Das gleiche könnte man bei euch sich fragen. So, dann gucken wir hier noch. Okay, ein Hammer können wir verkaufen. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich wünsche euch, heute ist ja Weihnachten, deswegen wünsche ich euch frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest, viel Freude, dass alles schön ruhig verläuft, viel Spaß und genießt die Zeit. Also, bis denn dann. Tschüss!